Ich habe eine spannende Erkenntnis gehabt über das Selbstständigsein oder das seinen eigenen Weg gehen im Leben und wie sehr das sich überschneidet mit Beziehungen und Single sein. Weil ich habe eine Folge von der Serie Men in Trees gesehen, die heißt What You're Worth, also was du wert bist. Und am Schluss reflektiert sie halt so über, was wir eigentlich, wenn wir Single sind, lernen dürfen, dass wir auch etwas wert sind, ohne dass wir in einer Beziehung sind. Und das war sehr spannend. Ich habe diese Folge sicher schon oft gesehen, keine Ahnung wie oft. Und ich war auch in dieser Situation, ich war fast 7 Jahre Single und bin durch die ganzen Emotionen durchgegangen, so dass ich halt nicht wert bin, wenn mich nicht sozusagen ein Partner validiert in der Form, dass er da ist. Und im Grunde der gleiche Gedanke mit, ja, okay, erst dann, wenn ich in irgendeiner Form erfolgreich bin, wenn ich, keine Ahnung, Follower habe oder so und so viel Einkommen oder so und so bekannt bin oder was auch immer, erst dann bin ich sozusagen was wert in meinem professionellen Umfeld. Und das ist im Grunde der gleiche Scheiß, wie in der Liebesbeziehungs Thematik sozusagen. Und sicher, es ist voll schwierig, wenn du da drinnen steckst, zu sagen, ah ja, okay, ich bin es wert, auch wenn ich keinerlei Rückmeldung dafür bekomme, ob ich das bin. Ich muss mir den Wert selbst geben. Und muss selbst sagen, ja, okay, ich nehme jetzt nicht den nächstbesten dahergelaufenen irgendwas, der mir ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, sondern ich lerne für mich klar, meine Werte zu definieren. Ich merke, das ist auch voll das Thema für mich immer noch. Und gehe dann eine Beziehung ein, wenn es nicht basierend ist auf reinem Bedürfnis mit, ich brauche da jetzt jemanden, damit ich, keine Ahnung, auf der nächsten Familienfeier jemanden habe und nicht die Einzige bin, der alleine ist, oder dass auf der nächsten Party oder bei Freunden oder bei wem auch immer, oder ich bin so einsam und brauche jemanden zum Kuscheln und deshalb nehme ich den nächstbesten oder was auch immer es ist für Bedürfnisse, die wir haben, die durch Beziehungen gedeckt werden. Und in der Selbstständigkeit oder wenn wir unser Leben selbst gestalten wollen, egal ob es in der Selbstständigkeit ist oder in einem Angestelltenverhältnis oder als Freelancer oder was auch immer, wenn wir unser Leben selbst gestalten, dann ist es eben auch wichtig zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt nicht alles, was so daherkommt, was in irgendeiner Form vielleicht kann man sich ja das einreden, dass es eh okay ist oder rein von den oberflächlichen sozusagen Punkten, die ich so habe, passt die Person perfekt, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Oder die Person, also zum Beispiel sind einige Leute zu mir gekommen oder wir haben uns gefunden, aber es war nicht ideal. Sie waren an einem Punkt, wo es nicht gepasst hat. Nicht perfekt. Wo einfach ein Bedürfnis da war, ein Festhalten an irgendwas und hey, du musst mich jetzt retten. So, genauso wie es in Beziehungen oft ist. Und das fühlt sich einfach nicht ganz stimmig an für mich. Also, natürlich möchte ich für den anderen da sein und was Cooles Neues schaffen. Gleichzeitig
wenn es rein auf einem einer Idee von du musst mich jetzt retten, dann bin ich glücklich und nicht auf einem, hey, ich habe selbst die Kraft, es ist meine Aufgabe, mich glücklich zu machen und ich muss die Arbeit machen, damit ich glücklich bin. Und da ist jemand, mit dem es einfach cooler ist, das zu machen, oder es ist einfacher, oder es ist schöner, oder es macht mir mehr Freude. Das sind die Menschen, mit denen ich arbeiten möchte. Dieses Selbstverantwortung ist irgendwie so das Schlagwort. Das sind die Menschen, mit denen ich in Beziehung gehen möchte. Egal, ob es eine freundschaftliche Beziehung ist, eine Liebesbeziehung, so wie ich sie jetzt führe, oder eben auch eine berufliche Beziehung. Und wenn das nicht möglich ist, dann kann es schon auch sein, dass ich mal bewusst entscheide, okay, ja, das ist jetzt nicht die perfekte Langzeit, was auch immer, Idealbeziehung oder auch berufliche Beziehung. Aber wir sind beide bewusst da, dass wir erkennen, ah, okay, das ist jetzt genau das und nicht mehr. Ähnlich wie ein, keine Ahnung, One-Night-Stand unter Freunden oder was auch immer du als Beispiel hernehmen magst. Das ist voll in Ordnung zu sagen, ah, okay. Du brauchst jetzt genau das, ich brauche genau das, machen wir das trotzdem, in dem Fall als Ausnahme und dann ist aber auch wieder gut. Aber dann ist auch nicht der Anspruch damit, ah, okay, das muss jetzt irgendwie Feuerwerk und Herzchen in den Augen sein. Und ja, ich weiß nicht, was ich in meinem Blogartikel sonst noch alles drinnen habe, wenn dich das interessiert. Geht vielleicht ein bisschen tiefer oder in eine andere Richtung. Dann gerne nachlesen. Und ja, ich bin auf meinem Weg, mir selbst Wert zu geben, egal ob im Außen irgendeine Form von Validierung passiert. Und wenn du auch auf dem Weg bist und wenn du mit mir gemeinsam gehen willst, dann habe ich eine Facebook-Gruppe erstellt, wo wir sozusagen Selbsthilfegruppe für Menschen, die einen Weg gehen, erstellt. Und einfach nur dieses, hey, es muss nicht frustrierend sein, es muss nicht irgendwie einfach immer nur alleine durchkämpfen sein. Selbsthilfegruppen haben einen Grund, warum sie hier sind. Und ja, freue mich, wenn ich nicht alleine gehen muss. Und ich glaube, das war's für diesmal und bis zum nächsten Mal.